Gedanke. Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute diesen wichtigen Preis überreichen zu dürfen. Denn die Leistung eines Regisseurs oder einer Regisseurin wird in Reality-Shows oft verkannt. Dabei macht gute Regie jede Geschichte besser. Und die beste Regie schafft es, auch mit kleinsten Mitteln und wenigen Worten die dramatischsten Plot-Twists zu erzeugen. So wie gestern Abend. Und deswegen geht der Aito Award für die beste Regie an... Oh, ich bin aufgeregt. An mich? Oh Gott. Entschuldige bitte, wo bleibt der Applaus? Ja, genau. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich muss sagen, für mich geht wirklich ein Traum in Erfüllung. Aber es gibt diese eine Person, ohne die das Ganze überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Sie ist eine echte Gewinnerin. Womöglich auch die einzige hier. Sie ist selbst Regisseurin, aber gestern Abend hat sie in einer Nebenrolle brilliert. Und deswegen widme ich diesen Preis Lina. Es würde die Situation ein bisschen besser machen, wenn sie wirklich dann auch in solchen Momenten Reue zeigen würde und sich einfach ein bisschen zurücknehmen würde und nicht vielleicht so eine Show draus macht. Mensch, Leute, vielleicht solltet ihr ein kleines bisschen freundlicher zu ihr sein. Denn egal, was passiert, Lina wird hier mit dem höchsten Einzelgewinn aller Zeiten rausspazieren. Niemand hat in dieser Sendung jemals mehr Kohle gewonnen. Würde ich sagen, Kopf hoch, vielleicht gelingt euch ja noch ein weiterer Plot-Twist und ihr könnt das Ruder noch mal rumreißen. Aber denkt dran, dass bei einer Normalo-Staffel am Ende weniger als 10 Lichter leuchten. Das gab's bei Are You The One? Na, 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 noch? Nee. Ganz genau. Deswegen würde ich sagen, legen wir mal ganz entspannt los mit der Matching Night Nummer 8.